Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit The Elder Scrolls Online. Und ich war hier wieder ein bisschen tätig am Amboss und an der Schmiede. Und ich hab mir. Ich kann ja jetzt hier wechseln. Also, das hatte ich schon. Aber das hier habe ich mir jetzt gemacht und dann noch verzaubert: Stahlschwert des Schocks. Und das sieht ganz cool aus von der Waffe her. Also relativ dünn und zusammen mit dem Schild, dem Buchenschild der Ausdauer, passt das irgendwie gut zusammen. Optisch, also sieht schon ganz nice aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Stil ich das gemacht habe. Das war aber... Boah, kann ich das nochmal hier kurz... zeigen. Das war irgendwie... Nee, ich hab das gar nicht mehr. Oder ging das nur hier? Ach ja, doch hier. Genau. Kürbisfratze. Bernsteinmarmor. Und mit dem habe ich das gemacht. Und dann gibt es hier diese coolen Formen. Also, es geht aber nicht bei allen. Aber hier auch beim Biedenhänder. Also sehen schon irgendwie ganz schick aus, diese Waffen, die man sich da machen kann. Und außerdem Schockschaden hatte ich ansonsten hier 1200 und hier okay, 1800 und was habe ich? 1600, okay. Aber der ist zweihändig, deswegen nützt der mir nichts. Ich echt gleich mal verkaufen. Oder gehe ich gleich zu dem? Ja, genau, denn Schaut ich... Schaut euch an, wie sie herumstolzieren, als wären sie die Erben des Kaisers persönlich. Denn ich wollte noch mal gucken, ob ich hier in der Stadt, also in Stormfeste, so ein paar Quests machen kann. Beziehungsweise, wenn ich die außerhalb machen müsste, dann sammle ich sie zumindest schon mal ein. Und ja, deswegen reden wir jetzt mal hier mit Zweifelt am Mond. Wieso? Glaubt der Mond existiert gar nicht? Nun, ihr seid ein blaues Schilfrohr im gelben Torfmoor. Ihr seid nicht von hier, ja? Ja. Ihr habt Glück, blaues Schilfrohr. Gold trocknet auf langen Reisen aus. Aber ich habe gerade das Richtige, um eure Börse zu wässern. Okay, der hat wohl einen Auftrag für uns. Söldner trüben die Wasser von Sturmfeste ohne triftigen Grund. Ah. Sie mischen meinesgleichen auf und nehmen sich einfach alles, was sie wollen. Seltsam, dass sie nie die Dunkelelfen belästigen, oder? Niemand hier würde auch nur eine Klaue rühren, um sie aufzuhalten. Aber ihr seid nicht von hier. Und ich habe Gold. Ja, mit den Söldnern haben wir ja auch schon Bekanntschaft gemacht und wissen, dass die ein bisschen komisch sind oder ziemlich, ja, ziemlich assi eigentlich. Ja, und was könnte man denn da jetzt tun? Bringt sie dazu, von hier zu verschwinden, Blauschilf. Wie ihr das anstellt, ist eure Sache. Dann werde ich eure Geldbörse prall füllen, ja. Vielleicht solltet ihr so tun, als würdet ihr etwas kaufen wollen. Oder vielleicht solltet ihr tatsächlich etwas kaufen. Hm? Solche Preise sind in ganz Sturmfeste einmalig. Ich werde mit den Söldnern reden, aber soll ich die einfach ausbezahlen? Oder wäre es nicht interessanter, wer die überhaupt bezahlt? Und wer die dafür vielleicht bezahlt, den Argoniern auf die Pelle zu rücken. Die Söldner verschlimmern die Situation mit den Dunkelelfen nur. Besser wäre, wenn Sturmfeste eine fröhliche, vereinte Familie wäre. Tja. Solltet ihr eine Familie gründen wollen, darf ich euch dann eine Fiole mit gepulvertem Kagutihorn empfehlen, um die Potenz zu steigern? Nein? Euer Pech. Wieso? Ich hab ja noch gar nicht Nein gesagt. Das überlege ich mir erstmal.
So. Aber ich wollte vor allem den was ist denn hier Streitkolben. Genau, zweihändig und den kaufe ich. Und habe ich hier noch was? Nee, ich glaube, hier habe ich alles einigermaßen verkauft, obwohl diesen Kram hier kann ich auch wegtun. Besinnung des Propheten. Na gut, den behalten wir mal. Sonst ist der vielleicht traurig oder so, aber glaube ich auch nicht. Der Waren. Kriegergelde. Erdschmiede. Aber ich habe halt maximales Leben, Magikerkosten, Lebensregeneration, maximales Leben. Und das ist einfach nur Ausdauer. Ja, komm. Oh, mal weg. Kann ich mir nicht... Ach, Rückkauf. Rückkauf. Aber das geht auch nur begrenzt mit dem Rückkaufen, nehme ich mal an. Oder muss ich dann wirklich wieder zu dem Händler hin, wo ich das verkauft habe? Oder geht das pro Gebiet oder so? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, repariert ist alles. Na gut, dann haben wir wieder eine Aufgabe. Und dann reden wir mal mit den Söldnern. Moment, kann ich... Überzeugt die Söldner davon, die Stadt zu verlassen. Aber wie machen wir das? Wollt ihr mein Messer sehen? Dann redet weiter. Ja, zeig mal. Ich habe auch jetzt eine schöne neue Waffe. Achso, wie viel Geld zahlt man euch, damit ihr Agonia schikaniert? Ich schüchtere keine unschuldigen Leute ein. Nicht für die Almosen, die man mir bezahlt. Aber ihr habt recht. Dafür bin ich kein Söldner geworden. Okay. Das war ja einfach. Geht das immer so einfach? Oder nicht? Das sind Nord. Findet jemand anderen zum Belästigen. Ich will euch nicht mit Gewalt aus der Stadt jagen, aber wenn es sein muss, werde ich es tun. Sieh mal einer an. Schon mein dritter Kampf heute mit einem milchtrinkenden Narren. Eigentlich hätte ich einschüchtern machen müssen, damit ich das skille oder so, damit ich das weiter hochskillen kann. Naja. Ach, und die greift mich gleich zu zweit an. Na, hört mal, Mädels hier. Ich habe gehört, die Schiffe nehmen keine Aufträge mehr an. Psst. Glaubt ihr, keine Verträge bedeutet keine Lauscher in der Stadt? Ja, den Dialog kannten wir schon. So. Mal festhalten. Hä, was schleichen die sich denn da so an? Das sieht ja albern aus, wie die... Okay, ich bin fast tot. Das sah ja albern aus. Okay. Das hat mich so irritiert, wie die da vorbei gewatschelt ist. Im Entengang. Das war ja Blödsinn. Okay, aber die sind gar nicht mal so unstark. Kann ich mit dir reden hier? Nö. Was sollte dein Dominion mit einem toten Hist anfangen? Doch, kann ich. Ich wusste nicht, dass der Hist sterben kann. Wie sieht denn ein toter Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Tod ist nicht ganz richtig. Es ist eher wie rückwärts geboren. Wenn er stirbt, verwandelt er sich in ein Ei. Boah, ich wollte jetzt doch nicht da einen NPC töten. Ist das dämlich. Ja, und die Sturmfeste greift mich jetzt auch an. Ist das bescheuert, ey. Okay, das läuft nicht so, wie ich es geplant hatte. Ich glaube, ich muss einfach mal weg. Okay, aber der hält mich fest. Okay, jetzt sterbe ich wieder. Ist das bekloppt? Das ist ja richtig bekloppt. Ihr seid nun aufrichtig, aber der hat mich trotzdem gekillt. Okay.
Hier ist auch eine Söldnerin. Nehmen wir doch mal die einzelne hier. Kennen wir uns? Nein? Dann geht in die andere Richtung weiter. Okay, ich versuch's mal mit Einschüchtern. Hoppla, ganz ruhig. Ich werde nur dafür bezahlt, hart auszusehen. Meint ihr, ich wäre dumm genug, mich mit euch anzulegen? Außerdem geht mir dieser Ort auf die Nerven. Ich werde diesen Gestank wohl nie wieder aus meiner Rüstung kriegen. Okay. Also die anderen beiden, die haben mich platt gemacht, weil ich so mich richtig dämlich angestellt habe. Ja, und da. Die spawnt sie dann. Aber vier reichen dann schon? Ich tue das, wofür man mich bezahlt. Wir müssen unseren Lebensunterhalt verdienen. Was wird es kosten, euch aus der Stadt zu bekommen? Ist das euer Ernst? Nun, ihr würdet meinen Kontrakt kaufen müssen. Habt ihr so viel Geld dabei? Och nö. Ich tue das, wofür man mich bezahlt. Wir müssen uns... Und wie werdet ihr das vom Grund des... Komm jetzt. Das muss doch jetzt klappen hier. So, jetzt machen wir... Hallo? Okay. Gar nicht zuschlagen gerade. Die sind echt nicht so schwach. Naja, sind halt gute Söldner. Aber einer ist weg. Die haben auch einen Bossbalken, also sind keine normalen Gegner. So, und eine Baumwollschärpe des Lebens, okay. Oh, nicht schlecht. Und Felmina ist wieder da, und aber die sind mir nicht mehr böse, weil sie mich einmal kaputt gemacht haben. Aber was ist jetzt mit denen hier? Findet jemand anderen zum Belästigen. Weil vier Stück, das sind ja ein bisschen wenig. Was? Sprecht mit Zweifelt am Mond? Nee, aber hier ist abendliche Schuppen. Ah, ein erster Kunde. Ihr könnt sehen, was ich habe. Kauft, wenn ihr wollt. Hä? Wo ist denn dein Kollege? Ah, ihr seid es. Wie es aussieht, müssen wir uns über Zweifelt am Mond unterhalten. Hat er uns angeflunkert? Er sagte, er hätte Ärger mit ein paar Söldnern und müsste die Stadt verlassen. Er hat abendliche Schuppen gebeten, seinen Laden zu übernehmen. Ach so. Dauerhaft. Euch hat er auch erwähnt. Er meinte, dass er euch für euer Schweigen zusätzlich entlohnen würde. Er meinte auch, ihr wäret schlau genug, einen kleinen Wink zu verstehen. Okay. Wir kriegen wieder Ausdauerregeneration. Abgeschlossen, ungeladene Gäste. Ich bin ja mal gespannt, ob wir dem noch irgendwo begegnen. Es gibt auf jeden Fall keine Anschlussquest. Hat er uns einfach veralbert? Aber ich meine, die Söldner sind ja auch komisch. Die sind ja auch komisch drauf. Wollt ihr mein Messer sehen? Okay, aber die zwei, die habe ich platt gemacht. Ich habe gehört, die Schattenschuppen nehmen. Vielleicht war das gar nicht mal so klug. Psst, aber gut. Keine Lauscher. Alessio Guildon ist hier auch wieder. Meine Güte. Wenn ich da hinten noch irgendwie Quests. Ich meine, das ist Wohnprospekt. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Das sind die Handwerksschriebe. Nee, hier vorne war doch noch was. Zwar, da saß doch immer eine Quest. Ich sah seltsame Lichter vom Tenmauerwolk kommend. Oh, was hab ich dachte, getan? Es sei verlassen. Dädrische Ruinen sind nun verlassen. Hauptet euch fern, das ist aber, wisst, was gut das für ist euch keine ist. Dun mehr.
Ich habe es einmal gesagt. Ich habe es tausendmal gesagt. Keine Trinkerei mehr. Mein Kopf platzt, mein Mund fühlt sich an, als ob ein Kaguti darin nisten würde. Und ich bin ernsthaft in Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, dass ihr einer glücklosen Köchin helfen werdet, oder? Ja, vielleicht doch. Reist in der Zeit zurück und schneidet mir die Zunge heraus. Nein, dann könnte ich ja meine wunderbare Kochkunst nicht mehr schmecken. Gestern Abend bin ich eine furchtbare Wette mit Venazar, einem befreundeten Jäger, eingegangen. Ich habe behauptet, Kochen wäre eine Kunst und die Jagd nur etwas für Bauern. Das hat er mir übel genommen. Okay, und was war da der Wetteinsatz? Dann habe ich geprahlt, dass ich in ganz Schattenfällen auf die Jagd gehen und Zutaten von exotischen Tieren sammeln würde. Ein Alitherz, Kaguti-Rippen, Riesenwespeneier und Schlammkrabben-Scherenfleisch. Danach würde ich ihn dann in Zischmir treffen und ihm zum Beweis für meine Taten ein Festmahl zubereiten. Aber ich kann gar nicht jagen. Okay, dann mach ich das eben. Aber nochmal, was ist denn der Wetteinsatz? Das ist eines der Probleme. Ich weiß, dass ihr diese Bestie überall in Schattenfen finden könnt, aber ich weiß nicht, wo genau. Ich würde sicher ums Leben kommen, wenn ich durch den Sumpf streife. Ihr werdet Venazar fragen müssen. Bitte sagt ihm nicht, dass ich euch geschickt habe. Also eigentlich erfüllt er dann für sie die Wette, ohne es zu wissen. Appelliert einfach an seine Eitelkeit. Der Stolz dieser alten Echse hat mich in diese Lage gebracht. Ich wüsste nicht, warum er mich nicht auch wieder aus ihr herausbringen sollte. Er ist wahrscheinlich gleich irgendwo vor der Stadt, beim Jagen. Das macht er andauernd. Er glaubt, er wäre der größte Jägersmann in ganz Schattenfen. Ja, und was sind denn die genauen Bedingungen? Fragt nicht, was ich tun müsste, wenn ich die Wette verliere. Man mag gar nicht daran denken. Es reicht, wenn ihr wisst, dass ich wohl den Rest meines Lebens betrunken bleiben müsste, um diese Schande zu ertragen. Okay, das hört sich nicht gut an. Venazar, der ist da hinten. Dann gucken wir mal, ob wir der uns unterweisen kann in der Kunst des Jagens. Ach da. Der hat gerade einen Alit erledigt. Erlegt, Entschuldigung. Dieser Goar. Ach nee, ein Goar ist das. Leben, damit wir Fleisch haben können. Jetzt gebe ich euch meine Zeit. Warum? Ich brauche Hilfe bei der Jagd. Man sagte mir, dass ich mit euch sprechen soll. Oh, flüstern die Winde meinen Namen? Oder zwitschern die Vögel ihn? Oder war es vielleicht jemand ganz anderes, der euch gesagt hat, dass ihr mit mir sprechen sollt? Meine Einfallsreichtümlichkeit ist natürlich überall im Fen bekannt. Der Fen richtet sein Wispern nur an seine Geschöpfe und selbstverständlich an mich. Ja, gut, wenn wir das gleich sagen, dann nützt das ja gar nichts. Ich habe mich umgehört, alle meinten, ich solle mich an Venazar wenden. Also, alle, sagen wir mal, alle Köchinnen meinten das. Alle? Die Metropolitäten summen vor Geschichten über mein Standheftigtum. Nun, wer bin ich schon, sie zu verleugnen? Nur zu, stellt eure Fragen. Das sind schöne Wörter. Würde mich mal interessieren, wie das dann auf Englisch klingt. Standheftigtum. Ich muss erfahren, wo man die Kreaturen Schattenfens jagen kann. Die Fenne sprechen bereitwillig zu mir von ihrer Überfülligkeit an Bestien. Fragt mich ruhig nach jeder von ihnen und ich werde euch mit meinem Wissen verblüffizieren. Doch wisst, dass die meisten Tiere des Fens überall zu finden sind, sofern ihr klug genug seid, sie zu finden. Ja, fangen wir doch mal mit den Riesenwespen an. Interessante, aber tödliche Insekten. Man findet sie einzeln oder in Schwärmen. Hütet euch vor der Wespenkönigin. Sie hat einen mächtigen Stachel und wird oft
von niederen Drohnen begleitet. Mhm. Die Wespen leben vor allem in den Giftfennen, dem südlichsten Teil Schattenfens. Okay, und wie sieht's mit den Schlammkrabben aus? Schlammkrabben sind auf der ganzen Welt verbreitet, aber die süßesten dieser hartschaligen Tiere leben hier in Netzgrad. Diese übellaunigen Biester findet man überall in der nördlichen Region Schattenfens. Okay, und also wir kommen dann richtig rum bei der Quest. Und die Alit, wie sieht's damit aus? Die Alit sind größere und gefährlichere Raubtiere als die Kaguti. Sie jagen in den Giftfennen entlang des Südrandes von Schattenfen. Seid vorsichtig, diese Tiere übertragen eine schreckliche Krankheit namens Ataxie. Ihr werdet nur noch geschwächt umherstolpern, wenn sie euch beißen. Das hört sich nicht gut an und die Kaguti, die kenne ich aber schon. Sie sind zweibeinige Raubtiere, die sehr viel aggressiver als Guar und somit den Alit ähnlicher sind. Sie fressen alles, was sie in ihr großes Maul stopfen können. Um sie zu jagen, solltet ihr in Laubwasser nach ihnen suchen, dem zentralen Gebiet von Schattenfen. Okay. Dann werde ich das irgendwann mal tun. Also, Moment, Wespeneier, Kaguti, Rippen. Aber irgendwie war doch jetzt die Beschreibung anders. War das nicht zweimal im Süden? Na gut, das ist hier ja ein bisschen im Süden. Aber zentral ist das hier ja alles nicht.